Und da sind wir auch wieder mit einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Die Gelbe Edition. Willkommen zurück, Freunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns hier gerade momentan im Kraftwerk nördlich von Lavandia ungefähr. Ja, und wir sind jetzt hier auf der Suche nach dem zweiten legendären Vogel-Pokémon und auch einigen anderen interessanten Sachen, wie zum Beispiel das hier. Ein Sonderbonbon. Oh, nett. Okay. Brauchen wir zwar vielleicht nicht unbedingt, aber egal. Oh Gott, wildes Pokémon. Ja, ich habe vergessen, den Schutz wieder zu aktivieren. Aber es lohnt sich, wir haben immerhin einen Magneton gefunden. Geil. So, dann mal los. Pikachu, zeig, was du kannst. Setz mal Donnerblitz ein, um es etwas zu schwächen. Jo, das reicht. Und irgendwie komisch, wie Pikachu jetzt in letzter Zeit ständig in so einen Crit-Treffer hier landet. Das geht doch gar nicht. Wieso bist du so stark? Ich meine, gut, ich habe dich ja irgendwie mit Items vollgepumpt und so ein Zeug, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie auch so eine Crit-Wirkung hier jetzt hier erzielen würden. Egal. Oh, Mist. Magneton hat sich befreit. Und setzt Ultraschall ein. Ja, das kann natürlich mehr Schaden machen. So, ich versuch's nochmal. Hyperball! So, jetzt haben wir's. Magneton wurde gefangen. Yes. Gut. Wird auch noch ein neuer Eintrag hier angelegt. Dann haben wir jetzt auch wenigstens erstmal dieses Pokémon vollständig. So, das Magnet-Pokémon. Dieses Pokémon erzeugt seltsame Radiowellen und kann Lufttemperatur geringfügig anheben. Aha. Willst du einen Spitznamen geben? Nein. So, Magneton ist jetzt auch in unserem Pokédex drin. Ich meine, ich hätte natürlich auch das Magnetülo entwickeln können, das ich ja vorher gefangen habe, aber... Nö. So, gut, wir haben jetzt nochmal was das hier, aber naja, das muss nicht sein, dass wir jetzt noch ein weiteres fangen. Flucht. Da muss ich jetzt unbedingt nochmal wieder hier den Schutz aktivieren. Gut, ich habe noch 4 Flaschen Superschutz, der sollte ja erstmal reichen. Und falls das nicht wird, habe ich ja immer noch den Topschutz da. So, Chris findet KP+. Oh, kann ich Pikachu geben? Das mache ich dann auch einfach mal. Einfach mal Pikachu hier so ein bisschen mit irgendwelchen Anabolikern hier vollpumpen. Ja. Nur ein gedoptes Pikachu ist ein glückliches Pikachu. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, was habe ich gesagt? Pikachu ist glücklich wie sonst was. Na gut, dann geht's mal weiter. Und so muss ich erstmal hier lang. Okay, hier habe ich ja noch ein Item gesehen. Und, oh, es ist kein Item, das ist ein Pokémon. Wieder mal ein Voltoball. Nein, Elektroball sogar. Oh, geil. So, da muss ich ja natürlich auch erstmal wieder hier so Instant-Fang machen, bevor es sich wieder in die Luft jagt. So, und los geht's. Hyperball. For the win. Okay, hat nichts gebracht. Elektroball setzt Finale ein. Oh, Mann. Wieso müssen sich die Teile bloß immer jedes Mal in die Luft jagen? Oh, oh Gott. So knapp überlebt. Tja, unser Pikachu ist safe, das kann man nicht anders sagen. Na gut, ich werde dann am besten mal so einen Hypertrank nehmen. Ja, daran hätte ich auch mal denken sollen, dass ich mal Items kaufen sollte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na egal, gut. Wir haben ja noch so einigermaßen genug und ich muss jetzt nicht unbedingt einen riesen Vorrat hier anlegen. Ja, gut, 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 gut. Ah, und da haben wir es ja auch schon. Das legendäre Vogel-Pokémon. So, sonst ist hier weiter nichts. Gut, ich werde jetzt natürlich hier sicherheitshalber mal speichern, für den Fall, dass ich nochmal hier neu starten muss. So, speichern. Und Chris hat das Spiel gesichert. So, eigentlich ja die beste Möglichkeit wäre ja natürlich, das Teil vielleicht einzufrieren, damit es überhaupt nichts mehr macht, aber ich weiß nicht. Nee, ich denke mal, ich werde mal tatsächlich lieber was anderes probieren. Nämlich erstmal hier kurz tauschen. Und dann werde ich das Ding einfach mal Stück für Stück vergiften. Das sollte eigentlich auch was bringen. Denn das ist eigentlich ja wirklich eigentlich eine bessere Schwächung, wie ich finde. Ich meine, klar, es kann dann zwar keine Attacken ausführen, wenn es gefroren ist, aber so richtig ein geschwächter Zustand ist das eigentlich nicht unbedingt. Aber das werden wir ja gleich sehen. So. Zap das! Okay, es geht los. Ich hoffe mal, das kriegen wir auch jetzt hin. So, Zap das erscheint. Ein wildes Zap das, genau. Gut, das ist auch Level 50, genau wie Arctos das letzte Mal. So, dann leg mal los. Bohrschnabel. Au, das kann wehtun. Das kann sehr wehtun. Immerhin, es ist eine Flugattacke und die ist natürlich effektiv gegen Pflanzen-Pokémon.
So, aber wir haben es vergiften können. Das ist gut. Wurde vergiftet. Und dann werden wir mal Megasauger einsetzen. Oh, natürlich. Es ist schneller. Es ist natürlich schneller als wir. So, nächstes Pokémon einsetzen. Ja, gut. Ich denke mal, da werde ich tatsächlich mal mit Pikachu weitermachen. So, okay. Wir versuchen es mal ganz langsam mit Donnerblitz. Die Attacke sollte ja hoffentlich nicht so viel Schaden machen. Okay, gut, das geht. Bohrschnabel sollte ja auch nicht effektiv sein. Aber trotzdem schmerzhaft. Aua! So, ich muss eigentlich ja nur richtig den richtigen Moment abwarten. Da ich ja kein Toxin benutzt habe, ist es ja eigentlich ja zum Glück eigentlich ja kein allzu starkes Gift. Au! So, Giftschade Zapdos. So, gut, das ist jetzt eigentlich auch der richtige Moment, wo ich jetzt nur Bälle werfen sollte. Okay, Pokémon verfehlt. So, Attacke ist nicht effektiv. Au, armes Pikachu. Ja, nächstes Pokémon einsetzen. Okay, ich denke mal, da lasse ich Relaxo kämpfen. Relaxo kann sich ja zur Not immer erholen. So, Hyperball. Okay, geht schon wieder vorbei. Donnerschock. Au. Oh Mann, dieser Ding aber auch ständig hier die ganze Zeit Kritz macht. Das kommt schon. Jetzt bleib endlich im verdammten Ball drinne. Ich treffe das Ding nicht mal. Ich meine, sowas ist doch auch nicht so toll. Schon wieder verfehlt. Mann, so stark kann das Ding doch gar nicht sein. So, gut, dann werde ich erstmal das hier machen. Erholung. Ah, gut, hat nicht mehr gereicht. Schade. So. Ach, ich werfe einfach mal Evoli erstmal hier hin. Mann, warum treffe ich das Ding nicht? So, Evoli wird jetzt gleich sterben, das wissen wir ja schon. Ja, aber sowas von. Ich meine, Evoli ist ja nur gerade mal halb so hohes Level. So, okay. Ja, Glurak. Hilft ja nichts. Mann, Glurak müsste das echt mit einem Wunder überstehen jetzt gerade. Oh, okay, es geht. So, ist noch nicht im roten Bereich, das... der Schaden. Oh, Mann, triff doch mal! Mistding! Komm schon, jetzt... Das trifft einfach nicht. Wieso trifft das Ding nicht? Ja, ich werde gleich nochmal den Spielstand nochmal neu starten müssen, wenn das so weitergeht. Gott, ich werde verlieren, aber sowas von. Und dann ist das wahrscheinlich ja auch dann auch gleich weg. Jetzt komm. Geh rein. Mann! Naja, immerhin setzt es keine Elektroattacken erstmal ein. Komm schon, das Gift hält. Das Gift wird bald zu stark sein. Oh nein! Jetzt komm schon! Mann, das Ding muss auch mal treffen, sonst wird das nichts. Boah, Mann, jetzt nur noch dieser letzte Versuch, das wird dann sonst nichts. Ey, das gibt's doch nicht! Ja gut, da muss ich nochmal einen Neustart machen. Das hilft ja nichts. Dann versuche ich es lieber mal, das Teil einzufrieren. Zapdos wurde besiegt, na super. Ja gut, ich muss leider nochmal neu starten, also bis gleich. So, okay, da sind wir auch wieder. Ja, jetzt müssen wir es eben nochmal versuchen. Also das lief ja echt gar nicht so gut. Gut, dann werde ich es eben doch mal lieber eigentlich einmal so ein bisschen jetzt hier auf Risiko versuchen und versuchen, das Teil einzufrieren. Das könnte allerdings natürlich ein bisschen hakelig werden. Immerhin Zapdos ist ein Flug-Pokémon und somit auch anfällig gegen Eisattacken. Aber vielleicht hilft das ja. So, dann mal los. So, Zapdos! Ah, Mann, das ist aber natürlich echt total ätzend. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das Ding jetzt so hartnäckig wird. Mann, da war Arktos wesentlich einfacher. So.
So, dann zeig mal, was du kannst. Setz Eisstrahl ein. Oh, Borschnabel. Aua, das tut weh. Das kann nämlich echt extrem Schaden machen. Okay, das ist schon zu weit. Das ist echt schon viel zu weit. Wenn ich das jetzt nochmal mache, dann war's das. Dann bin ich sowas von im Arsch. Ich könnte es ja nochmal versuchen, mit Blubstrahl weiter zu schwächen. Dann wird es auf jeden Fall erstmal so weit sein, dass es jetzt überhaupt nichts machen kann. Ach, verdammt! Na gut, Pikachu. Ich meine, es ist zwar jetzt auch nur so ein Verzweiflungsversuch, aber nein, Donnerwelle wird nichts bringen, bestimmt nicht. Oh, es bringt doch was. Ich kann's paralysieren. Ey, verdammt, leck mich doch, ey. Na gut, aber wenn's paralysiert ist, dann bewegt es sich vielleicht nicht mehr so gut und dann könnte ich es mit dem Pokéball wahrscheinlich besser treffen. Das wäre zumindest eine Idee. Okay, So, hier sind die Hyperbälle. Nein, es ging daneben. Zap, das ist paralysiert. Hyperball, bleib drinne! Verdammt doch mal! Ich treffe das scheiß Ding nicht. Okay, es ist drin. Es ist im Ball, aber jetzt muss es auch noch... Ja! Endlich! Wir haben es geschafft! Zap, das wurde gefangen. Oh, endlich geschafft. Ich dachte jetzt echt schon, ich schaffe das überhaupt nicht mehr. Mann, ist das Teil hartnäckig gewesen, ey. Dieses legendäre Vogel-Pokémon erscheint meist während Gewittern und Wolken verhangen im Himmel. Ja, möchtest du Zapdos einen Spitznamen geben? Nein, danke. Okay, Zapdos wurde auf Blitz-PC übertragen. Damit hätten wir es also, das zweite legendäre Pokémon. Oh, gut. Tota kann ja zum Glück immer noch Schaufel einsetzen, damit wir hier raus können. Okay. Das war ziemlich heftig, muss ich mal sagen. Aber das Schlimmste ist, wir haben ja noch eins vor uns, nämlich nur noch das dritte. Und das werden wir auf der Siegesstraße finden, welche ja zur Pokémon-Liga führt. So, ich hoffe mal, ich finde es dann auch tatsächlich. So, aber erstmal heilen. Ja, gut. Wie komme ich jetzt eigentlich am besten zur Siegesstraße hin? Naja, eigentlich der beste Weg ist von Vertania City aus. So, kommen wir jetzt wieder vorbei? Natürlich machen wir doch gerne. Ja, so, wie gesagt, Siegestraße von Vertania City aus. Da ist ja eigentlich ja der Weg direkt dorthin. Und jetzt, da wir ja alle Orden haben, können wir ja natürlich auch dorthin fliegen, auch hingehen. So, okay, warte mal. So, Vertania City. Endlich ist es soweit. Wir dürfen an der Pokémon-Liga teilnehmen. Ja, wir sind ja schon einmal hier entlang gegangen, wurden dann anschließend ja sogar von unserem Rivalen aufgehalten. Der ja allerdings ja auch gesagt hat, dass wir jetzt hier keine Chance haben, da reinzukommen. Momentan, jedenfalls damals noch nicht, war das möglich. So, gehe ich jetzt eigentlich überhaupt hier richtig? Ich hoffe mal. Nee, sieht wohl nicht so aus, oder? Nee, das hier ist eine Sackgasse. Ah, warte mal, ich nehme mal mein Fahrrad, dann geht's schneller. Boah, verdammt. Tja, hätte ich doch lieber mal erstmal daran gedacht, jetzt hier lieber nochmal wieder den Schutz zu aktivieren. Ein Mankey auf Level 3, ist das nicht niedlich? Naja, ist aber auch egal. So, und was zum... Oh Gott, du schon wieder? Was? Chris? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Ja, du besitzt auch alle Orden. Das ist cool, Mann. Ey, Chris, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich fertig mache. Also, los geht's. Ist das dein Ernst? Du willst mich fertig machen? Das werden wir ja gleich sehen. Gary möchte kämpfen und er hat 6 Pokémon dabei. Und er setzt zuerst seine Dame ein. Ja, das ist ja gut, dass ich ja gerade Turtok hier an der Spitze habe. Das ist ja perfekt. Surfer. Guck,
Gut, Turtok erhält erstmal Punkte und Gary wird als nächstes Owei in den Kampf schicken. Okay, willst du wechseln? Joa, will ich. Glurak, du darfst das machen. Komm zurück und los, Glurak. Zeig, was du kannst. Flammenwurf. So, das ist mehr als genug. So, Owei wurde besiegt und Glurak erhält Punkte. Gary wird als nächstes wohl Nona in den Kampf schicken. Oh, Mann. Ja, gut, will ich. Turtok war zwar schon dran, aber naja, gut, wir wollen ja natürlich so ein bisschen jetzt hier die optimalen Gegner dafür jetzt suchen. Ich habe keine Lust rumzuspielen. Oh, Ruckzuckhieb. Flottes Ding. Surfer. Gut, Attacke ist effektiv. Und Vulnona wurde besiegt. Turtok erhält erstmal Punkte, und zwar nicht gerade wenig, und wir erreichen mit ihm Level 49. Oh Gott, Turtok levelt uns hier davon. Als nächstes wird Austausch in den Kampf geschickt. Gut, das lasse ich dann mal. Pikachu oder Bisaflor? Pikachu oder Bisaflor? Ist eigentlich völlig egal, beide haben das gleiche Level, also nehme ich Pikachu hier. Vor allem, weil Austausch ja, glaube ich, auch noch Eistyp ist, und das würde ja wahrscheinlich nicht so viel bringen, wenn ich da jetzt mit Bisaflor rangehe. Nee, dann machen wir das mal lieber ganz simpel und effektiv. Mit Crit. Ich weiß nicht, wie Pikachu das jetzt in letzter Zeit macht. Das ist jetzt schon der vierte, fünfte Angriff hintereinander, der jetzt hier mit einem Crit endet. So, Gary wird als nächstes Kadabra in den Kampf schicken. Möchtest du wechseln? Ja, will ich. Ja. Galaxo, das darfst du machen. So, Kadabra ist auf Level 50. Oh, nicht schlecht. So. Ist gut, dann mal los. Kadabra setzt Genesung ein. Okay, wieso jetzt schon Genesung? Hat er etwa damit gerechnet, dass Relaxo jetzt möglicherweise zuerst zuschlägt? Nee. Das war ein schwerwiegender Fehler. Okay, als nächstes wird Blitzer in den Kampf geschickt. Möchtest du wechseln? Ja, will ich. Das macht Glurak. Da mache ich kurz einen Prozess. So, Level 53. Oh Gott, er hat das Teil echt verdammt gut trainiert. Blitzer. Erdbeben. Oh, okay. Entscheidender Schlag. Blitzer ist ja natürlich ja schnell. Das hätte ich jetzt ahnen müssen. Glurak, mach keinen Scheiß. Alter, sag mal, geht's noch? Oh, fuck. Natürlich, das ist jetzt nicht gut. Boah, heftig. Okay. Na gut, dann werde ich mal Relaxo lieber einsetzen. Relaxo kann sich ja zur Not noch heilen. Donnerwelle. Naja, oh gut, das ist egal. Relaxo ist paralysiert und setzt Stärke ein. Boah, und nochmal, weil es so schön ist. Oh, Nadelrakete. Au. Aua. Das war gemein. Was zum... Okay. Blitzer hat anscheinend hohe Spezialverteidigung. Dann bringt Psychokinese natürlich nichts. Okay, ich muss sagen, das hat er echt verdammt gut trainiert. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell ist, dass es sogar Glurak jetzt überholen kann. Was? Ich war zu unvorsichtig. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Chris, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann! Oh Mann, ja gut. Da muss ich jetzt noch einmal zurück ins Pokémon-Center, weil so kann ich ja wohl kaum eigentlich ja jetzt die Siegestraße betreten. Vor allem, weil ich nicht weiß, wann das nächste Pokémon-Center dann wieder kommt. Das muss ich ja auch noch erstmal eigentlich ja... wieder herausfinden. Gut, alles klar. Pokémon Center von Vertania City mal bitte kurz wieder. Denn das muss ich jetzt nämlich unbedingt heilen. Oh, und was sagt man dazu? Mit dem Sieg über Gary haben wir ja erstmal eigentlich auch gut die Zeit rumbekommen. Der Part ist ja schon langsam wieder vorbei. Na gut, aber ich werde trotzdem erstmal noch schnell zum Eingang der Siegesstraße fahren, damit wir jetzt erstmal da eine gute Position haben, wie ich finde.
So, okay, dann mal weiter. So, erstmal hier Item und wieder mal das Fahrrad hier. Wir steigen auf unser Bike und rasen hier durch die Gegend. Ist doch cool, oder? Finde ich auch. Obwohl ich eigentlich ja selbst persönlich noch eigentlich schon seit einer Ewigkeit kein Fahrrad mehr gefahren bin. In gewisser Weise macht das tatsächlich doch bestimmt Spaß, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Egal. Ein Nidoran ist hier. So. Okay, Level 4. Ist eigentlich keine Herausforderung. Aber ich sollte vielleicht mal daran denken, wieder mal hier den Topschutz hier auszurüsten. So, erstmal schön vorsichtig. Ich will ja schließlich nicht versehentlich hier wieder über die Hürde springen. So, da sind wir auch schon. Die Pokémon-Liga. Ja, und da beginnt eigentlich ja der Anfang vom Ende unseres Abenteuers. Wenn wir jetzt hier durchgehen, bleibt es eigentlich ja nicht mehr, ist ja nicht mehr viel zu tun. Wir müssen nur noch die Straße hier überwinden, dann in der Liga die Top 4 besiegen und dann schließlich ja noch den Champ, um selbst der große Pokémon-Meister zu werden. Ja, ob wir das hinbekommen, das erfahren wir dann erst in den nächsten Folgen. Also vielen Dank hier fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!